So, wunderschönen guten Abend, Herr Abu. Mahlzeit. Mahlzeit. Einmal ganz kurz. Abolicious haben wir heute vor uns, auch als Kevin angesprochen, ist 34 Jahre alt, kommt aus der Nähe von Berlin und er beschreibt seinen Twitch-Content als Zitat, spielerisch und artastisch mit einem verwirrten Typen vor der Cam. Abolicious, ein herzliches Willkommen zur heutigen Show. Vielen lieben Dank für die Einladung und danke, dass ich eingeladen werden durfte, konnte, hier sein darf. Ja. Es geht nämlich jetzt heute um eine virtuelle Million Euro für dich, die du gewinnen kannst. Wir schauen uns einmal kurz den Geldbaum an. Der sollte eigentlich dir bekannt vorkommen. Der sieht nämlich so aus. Er ist eigentlich genauso wie der Deutsche aufgewandt. Wir fangen an bei 50 und arbeiten uns hoch zu 1 Million Euro. Ich muss das auch, glaube ich, einmal kurz anmerken. Ich habe nicht wirklich 1 Million Euro in der Tasche. Ich kann nicht wirklich 1 Million Euro an ein Abo abgeben. So gerne ich es würde. So gerne ich es würde. Ich würde jedem Chat 1 Million Euro geben. Vertraut mir, nehmt dort mein Wort. 1 Million Bits. Ja, gib mir Sponsorings, dann kriegen wir das hin. Aber du sollst natürlich nicht alleingeschlagen durch die Millionen gehen. Ganz kurz für alle, die Wer wird Millionär noch nie gesehen haben. Es geht darum, dass Abo jetzt 15 Fragen beantwortet, wo mit 4 Antwortmöglichkeiten, wovon nur eine einzige richtig ist. Beantwortet er sie richtig, geht er einen Schritt weiter hoch im Geldbaum. Beantwortet er falsch, fällt er runter auf entweder 0 oder die letzte Sicherheitsstufe. Wir haben 2 Sicherheitsstufen bei Frage 5 und Frage 10 bei je 500 Euro und 16.000 Euro. Der Eintrag von Abo, womit er auch heute nach Hause geht, wird auf dem Leaderboard geschrieben, auf unserer Webseite und da kann ich auch einmal ganz kurz alle Interessenten, die die Updates mitverfolgen wollen von unserer Sendung, gerne mal Ausrufezeichen WWP in den Chat schreiben für den Link zu unserer offiziellen Webseite, wo wir das Leaderboard auch festhalten werden. Weiterhin, natürlich, hast du es nicht alleine vor, das Ganze zu machen. Du hast ein paar Hilfestellungen, 3 um genau zu sein, und es sind die, die du eigentlich auch normalerweise kennst. Vorab, Der Telefonjoker. Du hast 3 liebenswerte Menschen ausgesucht, beziehungsweise es sind eigentlich, glaube ich, alle von deinem Mod-Team, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Die dir gerade zur Verfügung stehen. Falls du bei einer Frage nicht weiterkommst, kannst du sie hier herholen. Wir werden ein kleines bisschen Smalltalk halten und dann gibt es 30 Sekunden Zeit, wo du die Frage vorlesen musst und dann die Frage ausdiskutieren kannst mit der Person, die du ausgewählt hast. Weiter geht's mit 50-50. Der ist selbsterklärend. 2 falsche Antworten von 4 möglichen sind weg. 1 richtige und 1 falsche bleiben übrig. Und zu guter Letzt, der Joker, auf den wahrscheinlich das gesamte Publikum hier wartet, bis du ihn dran nimmst. Der Chat-Joker und unser Meisterwerk von unserer Redaktion, dem Risetech. Ein Bot wird dann einen 20-Sekunden-Timer starten und jeder im Chat kann dann entweder A, B, C oder D in den Chat schreiben. Der Bot wird das Ganze ausrechnen und dir dann die Prozentzahlen geben von dem, was der Chat denkt, was die richtige Antwort ist. Und ob du dann natürlich mit dem Gefühl des Chats mitgehst oder nicht, ist natürlich deine Entscheidung. Das kannst du natürlich wissen. Auch wichtig ist, du kannst bei jedem Betrag, wann auch immer es dir nicht passt, kannst du aussteigen und sagen, ich nehme das bisher gewonnene Geld. Das wird halt, wie gesagt, auf dem Leaderboard vermerkt. Musst du selber wissen. Ja, und da möchte ich natürlich auch gerne die Bitte an den Chat richten, damit es natürlich etwas spannender ist. Würden wir euch empfehlen, wir können es natürlich zugegeben nicht nachprüfen, aber wir würden euch empfehlen, wenn es zu den Fragen kommt, nicht Mr. Internet als Hilfestellung zu nehmen, sondern mit eurem eigenen Wissen die Frage dann auch anzugehen und Abo mitzuhelfen. Ah, es wäre dann ja noch langweilig, sind wir mal ehrlich. Genau. So, ansonsten, ich bin mit meinem Geplapper zu Ende. Gibt es von deiner Seite noch irgendwelche Fragen, Abo? Gib mir die Million. Dann krieg ich meine Million. Das ist die Frage. Mafia kümmert sich darum. Wir haben sie schon benachrichtigt. Sehr gut. Okay, ansonsten, du bist bereit? Ich denke schon, ja. Alles klar. Ich hoffe, der Chat ist auch bereit, denn wir spielen jetzt Wer wird PogChamp? Allererste Frage für 50 Euro Abo. Eine bekannte deutsche Soap heißt Gute Zeiten, Bessere Zeiten, Miese Zeiten, Traurige Zeiten,
schlechte Zeiten? Das ist sehr schwer, aber ich vermute mal D, schlechte Zeiten. D, schlechte Zeiten. Absolut korrekt, für 50 Euro. Das wäre ja schon, das wären schon so 10 Gift-Subs, ne? Ja, stimmt. Wir müssen ja irgendwie auch anders denken bezüglich des Geldes. Das stimmt. Je nachdem, mal gucken, ob du deinen Betrag verdoppeln kannst. Hier die Frage für 100 Euro. Womit wird in China traditionell gegessen? Finger, Stäbchen, Besteck, Stange. Auch hier wieder sehr schwer, aber ich glaube, die Stäbchen, die sind es. Die Stäbchen, B. Ja. Absolut korrekt für 200 Euro. Für 100 Euro, was rede ich hier? Gib mir ruhig mehr, kein Problem. Ja, kein Problem. Nee, jetzt kommt die Frage für 200. Mal gucken, ob du das hinbekommst. Was ist ein Avatar? Spanischer Feiertag, griechische Gottheit, Opfertisch, künstliche Person. Ich sage künstliche Person. Künstliche Person, Antwort D. Die Antwort stimmt. Knapp. Weiter geht's für 300. Viele Schüler engagieren sich außerhalb des normalen Unterrichts in einer GmbH, OHG, GbR oder AG. Das ist gut, aber die sind alle sehr plausibel, früher oder später, aber ich denke, während der Schulzeit in einer AG, D. D, AG, absolut korrekt. Und deine letzte Frage für die erste Sicherheitsstufe für 500 Euro. Ein internetbekanntes Zitat von Keanu Reeves lautet: "You're astonishing, incredible, breathtaking oder unbelievable." So wie du, you are breathtaking. Och, Abo. Bitte nicht. Aber wie auch immer, 500 Euro sicher. Gratulation. Yes. Geschafft, Leute, geschafft. Alle Feier sind der Jubel. So, lieber Abu, damit sind die 500 Euro sicher. Alle drei Joker noch übrig. Die kannst du jetzt nicht mehr verlieren, egal wo du jetzt in den nächsten Fragen rausfliegst. Aber wir wollen ja natürlich etwas mehr Geld erspielen. Lange bist du noch nicht fertig. Du hast alle drei Joker, wie gesagt, noch übrig. Und hier kommt die nächste Frage für 1000 Euro. Für welches chemische Element steht der Buchstabe N? Sauerstoff, Stickstoff, Natrium, Nickel. Oh Gott, da fängt es ja schon an. Ich und Chemie. Also Sauerstoff ist es nicht. Sauerstoff ist es definitiv nicht. Und bei dem anderen weiß ich es nicht. Oh Gott, Nickel ist doch Ni, oder? Oh Gott. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wer aus dem, wer im Chemischen so gut bewandert ist. Oh, du denkst über den ersten Joker nach? Ja, ich denke gerade über den ersten Joker nach. Sorry. Okay. Mein Gedankengang. Tatsächlich bin ich in Chemie eine Niete. Dann sind wir das Gleiche. Du hast alle drei Joker übrig. Du kannst jemanden anrufen von deinen drei ausgewählten Telefonjokern. Du kannst zwei falsche Antworten löschen. Oder du fragst den Chat. Also Sauerstoff ist es definitiv nicht, da weiß ich ganz, das ist ganz sicher. Das ist ja Nickel. Kann ich zustimmen. Natrium, Stickstoff. Mir fällt gerade nichts ein. Ja, ich nehme, also wenn 50-50 ich nehmen würde und Sauerstoff mit rauskommt, habe ich ein Problem. Wenn Sauerstoff drin bleibt bei 50-50, habe ich es ja eigentlich gefunden. Also nehme ich grundsätzlich 50-50. Okay, Abu entscheidet sich für den 50-50-Joker-Computer. Bitte nehme zwei falsche Antworten weg. Lass Abu eine richtige und eine falsche übrig. Oh, damn.
Das war leider Stickstoff und Nickel. Sauerstoff oder Nickel, Entschuldigung. Ja. Jetzt ist es Natrium, also man. Stickstoff. Nochmal. NO2. Was würde denn eigentlich auf der Tabelle als erstes vorkommen? Ist doch Stickstoff. Ja. NO2 Lachgas ist doch auf Stickstoffbasis. Ich sag B. Komm. B, Stickstoff. Ja. Also Sauerstoff, hast du richtig gesagt, ist O. Jetzt komm, Nickel, Ni. Natrium. Na. Oh, yes, ich wusste es. Also ich wusste es nicht, aber jetzt weiß ich es. Oha. Ah, damn. Mist, damit so viel schon einen 50-50-Joker verbraucht. Ja, vielleicht werden es die nächsten Fragen etwas leichter. Aber du hast einen Joker jetzt schon weg, zwei Joker verbleiben. Nächste Frage für 2000 Euro. Hier ist sie. Auf wie viele Zeichen ist eine SMS in der Regel begrenzt? Eine SMS? 120. 160. 200. 210. SMS wird ja, glaube ich, nicht mehr so oft in den heutigen Tagen verwendet. 200 und 210 auf gar keinen Fall. Da bin ich mir fast sicher. Zu so 95%. Bei 120 und 160, Mann, ey, ich habe früher haufenweise SMS geschrieben. Wo weiß ich gerade nicht. Das stand ja eigentlich auch immer, so im Textfeld ja unten so eine Nummer, dann so 0 von, ne? Genau. Also genau. Zum Großteil, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe halt wenig SMS geschrieben, ich bin in der WhatsApp-Zeit aufgewachsen. Ja. Ich tatsächlich weiß noch, die Zeiten, wo man eine lange Nachricht in 3 SMS aufteilen musste, da hat der nicht automatisch verlängert. Oh Gott, waren es jetzt 120 oder 160? Das ist voll die schwierige Frage, Mann. Damn. Für mich höchstpersönlich wären 120 zu wenig. Aber gut, das bin nur ich. Ich glaube aber tatsächlich auch. Bei wie viel bin ich gerade? Bei 2000 erst, ne? Ja, diese Frage ist für 2000 Euro. Ich hätte eigentlich ehrlich gesagt nicht den nächsten Joker schon benutzen. Jetzt Risiko? Schon. Risiko B 160, komm. Unser Abolicious traut sich seinem Risiko. 160 Zeichen passen eine SMS. Hat früher sehr viel SMS, wie er selber gesagt hat. Hat er es sich richtig gemerkt? Das hat er! Oh, yes! 2000 Euro sicher. Darf ich mich da kurz mal einbringen? Ja. Also ich habe mir immer so eine Eselsbrücke gebaut für die Frage. Ich habe die auch noch einmal gesehen, ist egal. Auf jeden Fall, Twitter wollte das ursprünglich so machen, dass man genauso viele Zeichen für eine SMS hat wie für einen Tweet. Es wurden 20 Zeichen, 160 Zeichen sind die Basis, es wurden 20 Zeichen für den Nutzernamen reserviert, also hatte man am Ende nur 140 Zeichen für einen Tweet übrig. Okay. Das hat aber nichts mit der SMS zu tun. Wissen. Ja, okay, gut. Interessant. Das waren Redaktionsfakten Teil 1. And many more to come. So, Abu, das Risiko hat sich gelohnt. Du hast 2000 Euro, wenn du dich entscheidest, aufzuhören. Aber du hast noch die zwei wichtigsten Joker übrig, so wie ich sie gerne benennen würde. Du kannst jemanden anrufen und du kannst den Chat befragen. Hier ist die nächste Frage für 4.000 Euro. Welches im 1995 erschienen das Franchise erzählt die Geschichte von Rennfahrer Takumi Fujiwara? Bangan Midnight, MF Ghost, Overref, Initial D. Ich kenne keine außer Initial D und Initial D ist das einzige
den einzigen Anime, den ich immer sehen wollte. Ich glaube Anime, davon gibt es auch eine Real-Verfilmung. War der einzige Renn-Anime, den ich jemals sehen wollte, aber nie gesehen habe. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher. Weil die anderen sind meiner Meinung nach, also Angan Midnight noch nie gehört, Overref, MF Ghost noch nie gehört, Initial D ist das einzige, das ich kenne, das mit Fahrzeugen zu tun hat. Ja. Dann D, Initial D. D, Initial D. Ohne lange zu zögern, hat sich unser Abu entschieden. Takumi Fujiwara ist Rennfahrer aus dem Anime- bzw. Manga-Serie Initial D. Und damit hat er vollkommen recht. Yes. 4000 Euro. Ui. 4000 Euro sind sicher, aber eine Menge Kohle. Kurz nebenbei gefragt, wenn du jetzt wirklich 4000 Euro hättest, ja, was wäre deine erste Intuition zu machen? Was würdest du als erstes tun mit 4000 Euro? Mit 4000 Euro? Wenn du sie jetzt hättest. Urlaub. Urlaub mit Frauchen. Urlaub? Wohin würde 4000 Euro dich hinführen? Auf jeden Fall ins blaue Wasser. Okay. Ins blaue Meerwasser. Das klar, Kristall. Jetzt auf jeden Fall um die Zeit. Ja, ja, klar. Ja. Macht ja am meisten Sinn. Ja, vielleicht wird es Frankreich. Frankreich ist cool. Da gibt es so eine Orte. Es gibt so einen Ort, das nennt sich Narbonne. War ich öfters. Wirklich okay. Tolle Strand. Wirklich geniale Leute auch. Kann man sich gut ein Ferienhaus mieten. Für 4000 bestimmt realisierbar. Aber vielleicht kriegen wir einen Doppelbetrag hin. Hier ist die Frage für 8000 Euro. Krevetten sind Garnelen, Zigarren, Holzblasinstrumente oder Strümpfe. Krevetten. Auf jeden Fall ein veralteter Begriff, glaube ich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube, das sind Herrenkniestrümpfe früher gewesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Du hast Joker, um dich abzusichern. Du kannst das Publikum fragen oder du kannst einen deiner Telefon-Joker hier herbeiholen. Ich überlege gerade, wer mir das überhaupt beantworten könnte. Oha. Eine definitiv schwere Frage. Ich frage mal so. Was würdest du ausschließen? 100%. Ich kann nichts hundertprozentig ausschließen, weil ich nur vermute. Ich bin der Meinung, ich habe diesen Begriff mal gehört in Verbindung mit Strümpfe, aber ich kann nichts ausschließen. Nee, ich. Okay. Das ist so die erste Intuition, die ich habe, Krevetten mit Herrenstrümpfe irgendwie in Verbindung zu bringen. Aber ich weiß es nicht. Eignet sich vielleicht einer deiner Joker als Hilfe? Ich bin mir ehrlich nicht sicher, wer mir das vom Telefonjoker beantworten könnte. Daher nehme ich den Publikumsjoker. Ich versuch's. Publikumsjoker, alles klar. Liebes Publikum, Abu braucht eure Hilfe. Die Frage lautet, ich erkläre mal kurz den Ablauf. Gleich wird ein Diagramm eingeblendet und danach geht die Zeit los. Ihr schreibt entweder A, B, C oder D in den Chat. Ihr habt 20 Sekunden Zeit dafür. Die Frage lautet, Krevetten sind für 8000 Euro. Garnelen, Zigarren, Holzblasinstrumente oder Strümpfe. Geht an eure Tastaturen und stimmt jetzt ab. Das dauert jetzt 20 Sekunden. Ich bin super gespannt gerade. Super angespannt. Oh Gott.
Wow! Oha, okay. Ich glaube, das ist eindeutig. Ey, das war nicht unfassbar. Ich habe gerade den Chat gesehen und jede einzelne Person schrieb A. Ah, Garnelen. Okay, 100%. Dann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich nehme A. Ah, Garnelen. Ich habe es echt noch nie gehört. Jetzt hätte ich gerne Hintergrundwissen dazu. Ja, gut, dann jemand im Chat kann es gerne erklären, vielleicht. Aber du willst A, Garnelen für 8000 Euro. Ja. Oha, Alter. Unser Abu wusste nicht, was Krevetten sind, hat sich auf das Publikum verlassen. Publikum mit über, glaube ich, 15 Leuten. Alle schrieben einen einzigen Buchstaben. Und das ist A. Und das Publikum hat damit auch absolut nicht unrecht. Es ist richtig. Dankeschön, liebes Publikum. Dankeschön. Oh, mit eurer können Kraft. Können wir den Fact appreciaten, dass es so gut funktioniert hat? Ja. Ja. Einmal Applaus. Der Publikumsdruck hat funktioniert. Nee, ich höre aber nur so Publikumsjoker, Adrenalin 1000. Ja, ja. Dazu zur Erklärung. Wir hatten halt öfters Playtests, und da hat der Publikumsdrucker öfters nicht funktioniert, dann waren wir die ganze Zeit hier stecken in diesem Screen, aber er hat funktioniert, das Publikum hat sich eindeutig für A entschieden, ich habe sogar selber im Chat gesehen. So, und mir wurde gerade auch der Al-Joscha hat auch A gestimmt und hat folgende Erklärung geschrieben im Chat. Nordseegarnelen gehören zur Art Crannion. Sie stammen aus der Nord- und Ostsee und werden auch als Nordseekrabben, Strandgarnelen, Granat, Krevetten, französisch auch Crevette, dort auch allgemein für Garnelen, Porren, Knatt und graue Krabben angeboten. Oha. Möglichkeit, Nordseegarnelen zu sagen, statt dieses lange Wort. Ja, da wäre ich ja mit meiner Intuition so zu 100% daneben gelandet. Du hattest gedacht, es seien irgendwelche Strümpfe für Herren? Ja, ich dachte, ich hätte das mal irgendwie in irgendeinem alten, also so im Hinterkopf aus irgendeinem alten Film oder Serie oder so im Hinterkopf mit diesem, weiß ich nicht, so in diesem alten, in diesem Kontext irgendwie gehabt, aber ja. Anscheinend nicht. Freundin schreibt gerade auch im Chat, dass man das auf Verpackungen öfter sieht, wenn man im Supermarkt Garnelen kauft. Hä, ich im Supermarkt, ich und einkaufen? Da sind wir das Gleiche. So, Abu. 8000 Euro. Die nächste Frage, wenn du sie richtig beantwortest, hast du 16.000 Euro sicher. Und danach geht's in die große Kohle rein. Machst bisher ganz gut. Du hast noch einen Joker übrig. Du kannst einen deiner Moderatoren hierher holen und hast 30 Sekunden Zeit, damit ihnen die Frage durchzudiskutieren. Aber nichtsdestotrotz, wir sollten nicht lange um den heißen Brei reden. Und wir schauen uns doch mal die Frage an. Frage 10 von 15 für 16.000 Euro lautet wie folgt. Wo fanden die Olympischen Winterspiele 2010 statt? Vancouver, Stockholm, Lillehammer, Salt Lake City. Winterspiele 2010. Das ist schon lange her, dass wir Winterspiele nicht hatten. Winterspiele. So gut, dass ich mich überhaupt nicht für Sport interessiere. Vor allem für Winterspiele noch viel weniger als für normale Olympische Spiele. Oder was auch immer normale Olympische Spiele ist. Ich glaube, man weiß, was ich meine mit normal. Boah. 2010, das ist jetzt also schon 11 Jahre her. Stockholm, Salt Lake City. Ich weiß wo könnte es denn am ehesten sein? Also, wo haben wir Schnee, wo haben wir nicht Schnee? Öfteres. Haben wir Berge? Lillehammer sagt mir überhaupt nichts. Salt Lake City hört sich, kenne ich aus amerikanischen Filmen, ist glaube ich eine, weiß ich nicht, erinnert, ich glaube Salt Lake City, ist das nicht so eine Casino-Stadt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vancouver ist glaube ich Kanada, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, Vancouver liegt in Kanada. Ist die Hauptstadt von Norwegen oder so? War da nicht was? Schweden. Schweden, danke. Ist dasselbe. Nee, Norwegen war, glaube ich, Oslo. Ja, kann sein. Ich Allgemeinwissen setzen 6 bei mir. Sind wir das Gleiche erneut? Ich habe keinen Plan. Du hast noch deinen Telefon-Joker übrig, falls du jemanden deiner Moderatoren befragen möchtest. Könnte es denn einer von deinen Auserwählten wissen? Wer von den dreien würde sich denn für olympischen Wintersport interessieren? Oder zumindest schon mal davon gehört haben und dann auch noch die richtige Jahreszahl zuordnen? Asu, hilf mir! Telefonjoker 3. Bitte. Okay, also, Abu nutzt den Telefonjoker und wir rufen wen an? Die liebe Asura. Alles klar. Redaktion, holen wir bitte Asura hier ins Studio. Asura disconnected. Ach, da ist sie wieder. XD. Hätte ja passieren können. So. Asu? Bist du da? Jawohl, ich suche mir gerade kurz einen ruhigen Raum, einen Moment. Alles gut. Ich sehe gerade die Frage nicht mehr. Ja, das ist in Ordnung, weil du musst sie auch gleich nochmal vorlesen. Ah, okay. Okay, ich bin dann am ruhigen Raum. Alles klar, also herzlich willkommen bei Wer wird PogChamp? Hello, baby. Der Abu schlägt sich gerade ziemlich gut. Er steht vor der entscheidenden Frage für die zweite Sicherheitsstufe, und zwar für 16.000 Euro. Oha. Wie sieht deine Kenntnis von Olympischen Spielen aus? Recht gut, da ich das Schlittschuhlaufen immer sehr, also den Eiskunstlauf sehr verfolge. Okay, super. Die nächste Stimme, die du hörst, ist Abus. Abu, du hast 30 Sekunden Zeit, wie gesagt, und deine Zeit startet ab jetzt. Okay, Asu, bist du da? Ja. Gut, wo fanden die Olympischen Winterspiele 2010 statt? A. Vancouver, B. Stockholm, C. Lillehammer, D. Salt Lake City. A. Vancouver. Wir haben damals in Vancouver stattgefunden. Da habe ich Yuzuru Rohanyu verfolgt, wie er da den Eiskunstlauf gemacht hatte. Okay, das kam wie aus der Pistole geschossen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Gern geschehen. Ich hoffe, es war richtig. Das werden wir gleich sehen. So, Asu, nach dem zweiten Versuch, der auch diesmal ohne Probleme funktioniert hat, lautet A. Vancouver. Sie schien ziemlich sicher darüber. Ja, das kam wie aus der Pistole geschossen und ich wähle auch diese Auswahl. Alles klar. A. Vancouver. Für 16.000 Euro. Wenn ich mich richtig entsonnen habe bei der Recherche, fanden Olympische Spiele mindestens einmal bei jedem dieser Städte statt. Da bin ich mir aber jetzt nicht mehr allzu sicher. Nichtsdestotrotz, wir suchen hier aber die Winterspiele für 2010. Abu war sich unsicher, hatte keine Ahnung, hat Asu genommen als Telefonjoker. Asu meinte, sie verfolgt eine Menge Eiskunstlaufen und war sich sicher über A. Vancouver. Lieber Abu, du solltest der Asu lieber die Füße küssen, denn du hast 16.000 Euro. Yes. Oh, danke, Asu. Yes. Boah, das ist so spannend, ey. So, aber bevor es gleich weitergeht, machen wir ganz kurz eine klitzekleine Pause, um ein bisschen mit dem Schnetz zu chucken. Wir sehen uns gleich wieder. Nochmal, um kurz auf Trab zu kommen. Abu befindet sich gerade
bei 16.000 Euro, die er jetzt sicher hat. Er kann sie nicht verlieren. Seine nächste Frage geht um den doppelten Gehalt und ist Frage 11 von Frage 15. All seine Joker musste er auf dem Weg schon leider verbraten. Gerade eben auch den Telefon-Joker, wo eine betrunkene Asu tatsächlich die richtige Antwort geben konnte, ohne in jener Art zu zögern. Abu, bist du bereit für die nächsten, naja, wie auch immer weit du kommst, wir wissen es ja nicht, wir können es nicht wissen. Wir werden sehen. Bist du bereit? Sehen. Ja. Alles klar, dann spielen wir wieder Wer wird PogChamp? Wir haben aufgehört bei der 10. Du hast 16.000 sicher, wie gesagt. Hier kommt Frage 11 von 15 für 32.000 Euro. Hier ist sie. Aus wie vielen Ziffern besteht die ISBN auf Büchern? 8, 9, 12, 13. ISBN. Boah, 12 und 13 ist so nah aneinander. Ich glaube, es sind 13 tatsächlich. Warte mal. Nee. Wenn ich mich jetzt umdrehen würde, würde ich eine ISBN-Nummer tatsächlich sehen, aber das mache ich natürlich nicht. Fair ist fair. Also deine, du tendierst zu D. Es sind viele auf jeden Fall. 9, es sind 3, ich versuche gerade ich habe schon sehr viele ISBN-Nummern gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, es sind mehr als 9. Aber 12 oder 13 bin ich mir gerade nicht sicher. Grundsätzlich betrachtet ist das hier ein kostenloser Guess. Ja, ja, schon klar, aber ich wäre. Aber du willst weiterkommen. Ja, klar. Genau, genau. Sicher. Ich bin ja trotzdem ehrgeizig. Ich sicher, trotzdem sicher, gewinnen, sicher, sicher, sicher. Und ich versuche mich gerade bildlich an. Ich habe nämlich erst heute Morgen eine ISBN-Nummer gesehen. Nur halt nicht gezählt, wie viele Ziffern drauf zu sehen sind. Von welchem Buch? Ich weiß gar nicht mehr, welches Buch es war. Es war auf jeden Fall ein Manga, das ich in ein Regal geräumt habe. Aha. ISBN. Ich sag 13. Ich sag 13, die 13. 12, es ist bestimmt 12 jetzt, oder? Du wagst 13? Ja, 13, lock 13 ein, komm! Unser Abu sitzt ohne Joker hier. Es ist natürlich ein kostenloser Guess. Er kann kein Geld verlieren. Sitzt bei 16.000 Euro. Lockt auf die Frage, wie viele ISBN-Nummern es gibt an einem ISBN-Code. 13. Meint 9 bis und 8 sind zu wenig. Bei 12 und 13 hat er jetzt eine Münze fliegen lassen und hat sich auf 13 entschieden. Meine Damen und Herren, Abu hat sein Gehalt verdoppelt. Yes! Yes! Bam! Knappes Ding! Knappes Ding! Oh Gott! 32.000 Euro sicher, ohne Joker. Nur weil er einen Manga abgeräumt hat. Ja. Da auch mal. Seht ihr? Da wagen wir uns. Einen heftigen Applaus für diese wunderschöne Coincidence. So, Abo, 32.000. Das ist natürlich jetzt ein kleines bisschen mehr als ein Urlaub ans Wasser. Was wäre für 32.000, wenn du sie jetzt in die Hand gedrückt hättest, drin? Was schwebe dir außer Urlaub im Sinn? Ich würde wahrscheinlich unsere Hochzeit nachfeiern, mit allem drum und dran. Die wurde noch nicht nachgefeiert? Nee, wir haben bisher ja nur eine so eine Art ja, Standesamt-Corona-Feier gehabt letztes Jahr. Mhm. Und sind halt nicht dazu gekommen, ordentlich zu feiern, sage ich mal. Und jetzt ist alles so ein bisschen immer noch in der Schwebe und es dürfen sich immer noch Leute treffen, etc. pp. Und dann haben wir gesagt, das machen wir dann zu einem Jahrestag. Da holen wir dann alle nochmal zusammen, machen das dann dort ordentlich. Und das hört sich schön an. Ja. Ja.
Und absolut. Das kann man einfach nicht auslassen. Das muss man einfach realistisch sehen. Sowas kann man einfach null auslassen. Okay, ich bin jetzt hier, ich habe noch niemanden geheiratet. Aber bestimmt. Aber ich bin stolze 2,5 Jahre in der Beziehung. Ich denke, ab dem Zeitpunkt ist es schon safe. aber man weiß ja nie, was alles passieren kann. Ich war 7 Jahre vorher zusammen. Nein. Oh. Wie lange waren wir vorher zusammen? Doch. 7. Siehst du, sag ich doch. 6. Und jetzt sind wir. 7, 6. So. Jetzt 6. Und wir sind jetzt 7. So. Siehst du? Das irgendwann ist sehr schön. Die Jahre, Mann. Natürlich. Ja. Ich kann es auch nicht glauben, dass es 2,5 sind bei mir. Nichtsdestotrotz, Abu. Nochmal, du sitzt bei 32.000 jetzt. Die nächste Frage ist Frage 12 von 15. Du kannst nochmals dein Geld verdoppeln auf 64.000 Euro. Kurze Frage, muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich die 32 mitnehmen will, oder kann ich jetzt noch die Frage mir vorher anhören und dann entscheiden, ob ich die 32 Du kannst während der Frage das entscheiden. Okay. Das ist wie in der Show. Do it! Schauen wir, aber ich glaube, bevor du dich entscheidest, ob du mit 32 hier weggehst oder nicht, schauen wir uns doch mal die Frage erstmal an. Just do it. In welcher Sportart wird in der Regel kein Most Valuable Player, also MVP, gekürt? Eishockey, Formel 1, Baseball, Basketball. B, Formel 1. Das ging ziemlich schnell. Ja, weil Formel 1 einfach kein Teamsport ist. Naja, es ist grundsätzlich schon ein Teamsport. Es sind einfach nur viel zu viele. Aber es gibt keine Player. Bin ich mir ziemlich sicher, dass es B, Formel 1 ist. Bei Most Valuable Player sind Spieler. Und bei Formel 1 gibt es keine Spieler, da gibt es nur Rennfahrer. Ganz kurz zur Frage, als ich das jetzt die Abkürzung ausgelesen habe, wüsstest du davor die Bedeutung? Most Valuable Player, ja. Okay, gut. Ja. Nur mal sicher gehen. Ich habe als erstes gedacht, jetzt kommt noch sowas wie E-Sport oder so. Aber na, da kann ich mir hundertprozentig vorstellen, dass ein MVP gekürt wird. Ich denke da ja dann zum Beispiel an Counter-Strike oder League of Legends. Garantiert. Garantiert. Oder wie heißt es hier? Rocket League etc. Ne? Auf jeden Fall. Okay, ich möchte nicht viel schnacken. Ja. Ich bitte, bin mir ganz sicher, es ist B, Formel 1. Ich bitte um dein Wohltun. B, Formel 1. B, Formel 1. Wenn jetzt MVP, das kann gar nicht sein. Es gibt keine Player bei Formel 1. Für 64.000 Euro hat Abu eine Antwort gegeben, die kam schneller aus der Kanone geschossen, als wir Asu angerufen haben. Tatsache. Aber gut. Bei Asu mussten wir natürlich noch die Frage einmal vorlesen. Ja. MVP, Most Valuable Player. Gut, E-Sport ist jetzt nicht hier mit dabei, aber garantiert hat E-Sport einen MVP. Das ist sicher. Baseball hat einen. Basketball hat einen. Eishockey hat definitiv einen MVP. Yes! Ja, Mann! Oh, ich habe keinen Applaus mehr. Ich mach dir mit dem selber. Ich mach mir selber den Applaus. Ich brauch keinen 8. Ja, Abu. Du kommst ja ziemlich gut zurecht auf dem hohen Berg. Alle Joker in der Mitte des Spiels verbrannt, aber er kommt gut zurecht. 64.000 Euro. Die Erwartungen von Frauchen steigen immer mehr für die Hochzeit, so wie weit es weitergeht. Jetzt ist es nicht mehr ein Brilli, jetzt ist es gleich ein richtig fetter Diamant, ey. Ja, genau. Der Juwelier springt aus Freude an der Kasse. Gucken wir uns weiter an. Wollen wir weitermachen? Du kannst bei der Frage jetzt mit 64.000 nach Hause gehen, aber die nächste Frage ist um fast den doppelten Gehalt, 125.000 Euro. Frage 13 von 15 für eine Achtelmillion.
Wie heißt die kleinste Stadt Deutschlands? Orlamünde, Schwarzenborn, Teupitz, Arnes. Gut, dass dann I steht. Der kam spät, Daniel. Der kam echt spät. Ja, ja, ich weiß. Ich habe tatsächlich keinen blassen Schimmer. Null. Ich gehe mit meinem Geld nach Hause. Das ist dein finales Wohltun. Du möchtest mit 64.000 Euro nach Hause gehen. Ich möchte mit mehr nach Hause gehen, aber ich kann nicht. Ja, verständlich. Also. Ja, ab nach Hause. Ab nach Hause. Dann schnacken wir hier lange nicht rum. Wir gratulieren unseren allerersten Kandidaten bei unserer Show, Abolicious, für 64.000 Euro. Yes! Alter. Oh. Von mir auch Applaus, aber man hört es irgendwie nicht. Deswegen stellt euch meinen Applaus vor. Good job. So, aber... Danke. Ich muss dich leider ein kleines bisschen quälen, Abu. Und zwar, wenn du jetzt noch gedacht hättest, dein Glücksklee-Blättchen wäre jetzt noch bei dir an der Seite, was hättest du als Antwort gewählt? Wenn du jetzt gedacht hättest, also, der Diamant muss der Rubin werden. Tatsächlich hätte ich wahrscheinlich Teupitz oder Schwarzenborn genommen. Aber Schwarzenborn hört sich ein bisschen an wie Dragonborn, deswegen gefällt mir der mehr. Daher dann B hätte ich es tatsächlich genommen. B, Schwarzenborn. Die kleinste Stadt Deutschlands befindet sich in Schleswig-Flensburg und heißt Arnes. Ah, okay. Es ist gut, dass du ausgestiegen bist. Das wäre massiv in die Hose gegangen. Aber richtig. Vor allem, wenn es ein U anstatt ein I gewesen wäre. Ja, ja, da haben wir spät realisiert, worum es sich handelt, beziehungsweise ich war's. Ich war's, Chat. Alles geht an mich. So, nichtsdestotrotz, Abu, du gehst heute nach Hause. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Spielen. Oh ja. Und nochmal. Ja. Und an der Stelle möchten wir, sagen wir, toi, 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 einen großen Applaus für Abolicious. Der geht nach Hause mit 64.000 Euro als unser allererster Kandidat. Und vielen Dank, Beerslayer. Billy, vielen Dank für den Raid. Willkommen zum Stream. Billy, du Knuffi. So.